Hallo und willkommen zu Break, Ihrem Infomagazin im offenen Kanal. Mein Name ist Petra Zaritzke, die Themen der Woche. Hochschule Harz präsentiert Weltneuheit auf der Hannover Messe 2013, Unterzeichnung Sponsorenvertrag und Presseerklärung der Landesrektorenkonferenz. Hochschule präsentiert Weltneuheit auf der Hannover Messe 2013. Vom 8. bis 12. April 2013 ist das Institut für Automatisierung und Informatik der Hochschule Harz auf der Hannover Messe vertreten. Am Gemeinschaftsstand Forschung für die Zukunft wird eine Weltneuheit vorgestellt, das vom IAI und der MIFA AG Sangerhausen entwickelte Fahrrad ohne Kette. Das sogenannte Pedelec oder E-Bike verzichtet vollständig auf die klassische mechanische Kraftübertragung mittels Kette, erklärte der Projektleiter Prof. Dr. Klaus-Dietrich Kramer vom Fachbereich Automatisierung und Informatik in Wernigerode. Stattdessen erzeugt ein Generator, der im Kurbelbetrieb des Fahrrades eingebaut ist, elektrische Energie, die an den Elektromotor am Hinterrad weitergeleitet wird. Wie ein normales Fahrrad, aber deutlich leichter, fährt sich das kettenlose Modell. Gefördert wurde die Entwicklung mit Bundesmitteln durch das AIF, Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereinigungen Otto von Guericke e.V., der führenden Organisation zur Förderung angewandter Forschung und Entwicklung für den Mittelstand. Die Hannover Messe setzt inhaltlich einen klaren Fokus auf die Kerntechnologien und Dienstleistungen in der industriellen Produktion. Dabei stehen technologische Innovationen für Produktivität und Effizienz im Mittelpunkt. Das diesjährige Leitthema lautet Integrated Industry und ist auf die zunehmende Vernetzung aller Bereiche der Industrie ausgerichtet. Am 4. April unterzeichneten die Harzsparkasse und der Kreissportbund einen Sponsorenvertrag für 2013. Die Bedeutung des Sports die Verantwortung, die Harzsparkasse hier übernimmt, ist sicherlich in den letzten Jahren auch entsprechend gestiegen. Und ich glaube, ich hoffe, zumindest sehen wir das so, dass wir unserer Verantwortung hier auch gerecht werden. Denn die Bedeutung des Sports, aber da kann ja dann sicherlich auch der Vorsitzende des Kreissportbundes, Herr Rühe, dann auch mal einiges zu sagen, wird immer größer in dieser Gesellschaft. Wir wissen sehr wohl, dass die kommunalen Kassen, und man muss kein Prophet sein, das wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch schwieriger werden, dass die kommunalen Kassen ja hier in den letzten Jahren und auch in Zukunft mit Sicherheit nicht mehr so den Sport unterstützen können, wie das erforderlich wäre, wie es wünschenswert wäre. Und da ist die Harzsparkasse gern bereit, hier auch in die Bresche zu springen, auch wenn ich sagen muss, natürlich können wir nicht alles das, was in den Kommunen dann vielleicht nicht mehr finanziert werden kann, dann also finanzieren. Aber wir sind also Gott sei Dank betriebswirtschaftlich in der Lage, wirtschaftlich in der Lage. Wir haben uns also auch im Jahr 2012, das war ja das fünfte Jahr des Bestehens der Harzsparkasse, sehr, sehr erfreulich entwickelt. Und das muss man an dieser Stelle, wenn man also einen Sponsoringvertrag unterschreibt, auch sagen. Wenn wir nicht diese Bindung zu unseren Kunden hätten, wenn wir nicht diese Entwicklung hier in diesem Landkreis genommen hätten, dann könnten wir natürlich auch nicht in der Form hier aktiv werden, wie wir bisher aktiv waren und sicherlich auch hoffentlich in Zukunft aktiv sein werden. Wir haben im letzten Jahr, und da schaue ich mal so in meine Mappe, nicht, dass ich was Falsches sage, wir haben über 800.000 Euro an Spenden, Sponsoring, PS-Zweckerträge und aus den Stiftungen unserer drangestellt für soziale Leistungen, für Kultur, für Umwelt, für Forschung, Wirtschaft und Wissenschaftsförderung und natürlich, und darum sitzen wir heute, für den Sport. Insgesamt haben wir für den Sport im letzten Jahr fast 260.000 Euro hier zur Verfügung gestellt. Das splittet sich also so auf, dass wir fast 60.000 Euro aus den Stiftungen heraus aufgebracht haben. 64.000 sind Spenden der Sparkasse, 32.000 sind aus den PS-Zweckerträgen,
Wir haben ja am 12., das haben wir an dieser Stelle gestattet, am 12. haben wir unsere PS-Lotterieveranstaltung im SFZ und es gibt noch einige wenige Karten. Ja. Wir haben jetzt also schon 400, wenn ich es so richtig weiß, richtig. Um die 400. Da haben wir offensichtlich den Nerv unserer Kunden getroffen, 400 Karten verkauft. Und dieses PS, das ist ja eine Kombination eines Produktes, wo man also sparen kann und wo man dann eben auch hohe Gewinne erzielen kann, aber dann natürlich auch was Gutes tut, denn diese PS-Zweckerträge insgesamt haben wir über 100.000 Euro im letzten Jahr hier dann in diesen Kreis wieder zurückgeben können, in unsere Kundschaft zurückgeben können. Können Sie den Betrag nochmal mit PS-Zweckerträgen? Also PS-Zweckerträge hatten wir vorher im Jahr 2012 insgesamt 113.000 und 32.000 sind in den Sport gegangen. Und wir haben dann, wenn ich jetzt nur den Sport sehe, von den insgesamt 260.000, die wir also vor das Jahr hier ausgegeben haben, haben wir dann 105.000 Euro an Sponsoring-Leistungen vergeben. Und Sponsoring heißt ja immer, und das will ich also auch nicht unerwähnt lassen, dass es immer ein Geben und Nehmen ist. Und das muss ich also an dieser Stelle sagen, es ist ein Geben und Nehmen. Wenn ich also auch vor allem in Richtung Kreissportbund gucke, aber wenn ich natürlich auch vor allem in Richtung Vereine gucke. Denn insgesamt haben also voriges Jahr 117 Vereine hier von uns entsprechend Geld erhalten. Und wir sind also heute hier zusammen, um, sonst haben wir ja das immer anlässlich des Balls gemacht, Sportlerehrung. Ich muss an dieser Stelle sagen, das neue Konzept aus meiner Sicht ist also sehr, sehr positiv aufgenommen worden, auch von mir sehr positiv aufgenommen worden. Und wir haben also die Unterschriftsleistung unter den Sponsoringvertrag danach, also heute hier, terminiert. Und ich glaube, das ist auch richtig, dass also diese Sportlerehrung, die so wie sie jetzt durchgeführt wurde, sehr, sehr straff durchgeführt wurde, die entsprechende Ehrung wurde rübergebracht, aber auch nicht zu lang, so wie es manchmal in den Jahren zuvor war. Und auch die Zusammenarbeit mit dem SFZ dort in Halberstadt und die Ankündigung, das dann immer dort zu tun. Ich hoffe, dass da dann also auch eine entsprechende Tradition dann den Anfang genommen hat und wir unterstützen das also auch. Wir haben also heute die Absicht, einen Sponsoringvertrag wieder zu unterschreiben. Und wenn ich eben sprach, dass wir also geben und nehmen, dann zitiere ich nur mal so einige Veranstaltungen, wo wir gemeinsam dann auftreten, beziehungsweise wo dann eben auch wir die Möglichkeit haben, uns werblich dann darzustellen. Das ist das Turnier der 1000 des Kreisfachausschusses Fußball. Das sind also die Leistungen, die wir mit dem KSB hier vereinbart haben. Das ist zum Beispiel das, was ich eben schon ansprach, die Sportlerehrungen im Kinder- und Jugendbereich, aber auch im Erwachsenenbereich. Das ist die Kreiskinder- und Jugendolympiade 2013. Das sind zum Beispiel auch die Harzer Sportspiele. Und dann natürlich ein weiterer Höhepunkt hier am 25.06.2013. Das ist der zentrale Sportabzeichentag für Sachsen-Anhalt, der also hier in Blankenburg stattfinden wird. Und hier findet also eine Jubiläumstour statt zum 100. Geburtstag des Deutschen Sportabzeichens. Sie sehen daran, dass wir also da sehr intensiv zusammenarbeiten. Und Sie sehen auch an den Beispielen, die ich eben genannt habe, dass wir vor allem natürlich auch im Kinder- und Jugendsport einiges investieren. Sie sehen also, dass wir vorwiegend also dann auch im Kinder- und Jugendsport bzw. allgemeinem Sport unterwegs sind. Wir sind aber auch dabei, denn die Sparkassenorganisation ist, glaube ich, der größte Förderer des Sports in Deutschland. Ich glaube, auch hier in dem Landkreis sind wir sicherlich mit ganz oben dabei. Wir fördern aber auch, und da habe ich Ihnen als kleine Erinnerung bzw. auch als kleines Dankeschön mitgebracht, zum Beispiel das Team Eggert und Benneken, die ja sehr, sehr erfolgreich waren im Rodelsport. Und als kleines Dankeschön, und das sind manchmal so die kleinen Gesten,
hatten dann die beiden, als sie dann in Ilsenburg vorige Woche, ich glaube am 22. März war das wohl gewesen, hatten sie dann gesagt, die Hartsparkasse unterstützt uns schon seit Jahren und wir setzen uns dann mal in die Sparkasse dort in Ilsenburg und machen eine kleine Autogrammstunde. Herzlichen Dank hier an die Hartsparkasse, die uns hier eingeladen hat zu diesem Sponsorenvertrag, zu der Unterzeichnung des Sponsorenvertrages. Werner Reinhardt hat schon davon gesprochen, dass wir das sonst ja bei den Sportlerehrungen durchgeführt haben, aber ich denke mal, in dem Konzept geht so etwas unter, tu etwas Gutes und sprich drüber, das gehört einfach mit zum Geschäft dazu. Und ich halte es auch für wichtig, dass man also auch solche Anlässe dazu nutzt, um auch in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, das Engagement von der Hartsparkasse hier ganz konkret im Umgang mit dem Kreissportbund. Wir freuen uns, dass diese Zusammenarbeit fortgesetzt wird. Wir sind nicht nur Bittsteller, aber das sind wir auch, das darf man nicht verkennen. Denn wenn man davon ausgeht, dass die Landesregierung signalisiert hat, in den nächsten Jahren den Sport und die Förderung des Sports um 5 und später um 7 Millionen zu kürzen, dann braucht man kein großer Prophet zu sein, was da im Einzelnen passiert, wie sich das niederschlägt, denn letztendlich in den Gliederungen, und dazu zählen wir als Kreissportbund auch. Und eins steht fest, das muss ich immer wieder betonen, der Sport ist im Grunde genommen die Organisation, die ohne Lärm, ohne Demonstrationen und anderes regelmäßig Kinder- und Jugendarbeit betreibt. Es gibt Organisationen, die machen immer wieder Bambule, weil sie einmal im Jahr eine Veranstaltung durchführen und haben damit auch Erfolg, indem sie also weiterhin ihre Gelder bekommen. Bei uns ist das ein bisschen anders. Wir machen regelmäßig unsere Arbeit. Demzufolge brauchen wir nicht auf die Straße zu gehen, aber manchmal muss man natürlich deutlich machen, dass unsere Arbeit natürlich auch entsprechend gewürdigt und beachtet werden muss. Wir sind hier als Kreissportbund nicht nur als eingetragener Verein, sondern wir sind eigentlich ein Verein, der für andere Dienstleistungen erbringt. Das darf man nicht verkennen. Und ohne die Hilfe und Unterstützung der Kreissparkasse bzw. der Hartsparkasse wäre es uns nicht mehr möglich, Sachwalter für über 400 Vereine im Landkreis Harz zu sein, mit fast 35.000 Mitgliedern. Und ich gehe auch davon aus, dass diese 35.000 Einwohner unseres Landkreises auch viele Kunden der Hartsparkasse sein werden. Und die Vereine größtenteils auch ihre Konten bei der Hartsparkasse haben. Also ist das Geben und Nehmen nicht nur von Seiten des Kreissportbundes, sondern auch deren Mitglieder auch gegeben insgesamt. Der Vorstandsvorsitzende hat auch davon gesprochen, dass der Sponsorenvertrag auch Aufgaben enthält. Wir sind also nicht nur Geldnehmer, die dann einmal das Geld verkonsumieren und dann einmal einen Aufsteller machen und dann war die ganze Sache mit einem großen Foto, sondern wir sind das ganze Jahr gefordert, als Kreissportbund unseren Pflichten nachzukommen, die sich aus dem Sponsorenvertrag ergeben. Und das fängt an mit der Sportlerehrung, das ist das Erste, und endet mit dem Weihnachtsturnen von VfB Germania. Also das Geld, was wir erhalten, geben wir auch weiter an Vereine beziehungsweise fördern damit auch die entsprechenden Veranstaltungen. Und ich gehe davon aus, dass wir hier also ein guter Sachwalter sind und versuchen mit unserem geringen Personalbestand dann auch unsere Pflichten zu erfüllen, die sich daraus ergeben. Aber ich muss natürlich auch sagen, der Sponsorenvertrag ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist auch das Spendenverhalten der Hartsparkasse, die also den Sport insgesamt nicht nur Sponsorenverträge anbietet und unterzeichnet, sondern vor allen Dingen auch Spenden gibt, die wesentlich leichter mal zu handhaben sind, auch für den Spendenempfänger als einen Sponsoringvertrag. Das muss ich an dieser Stelle auch sagen und dieses Engagement ist nicht zu unterschätzen. Die Summe ist genannt worden, über 200.000. Das ist schon eine Summe, wo der Sport sich darüber freuen kann, denn manche Veranstaltungen würde gar nicht mehr stattfinden können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind als Kreissportbund Harz sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit, die sich hier ergeben hat, die kontinuierlich fortgesetzt wird, die auf soliden Füßen steht. Und Werner Weinert hat das ja auch bei der Sportlerehrung nochmal deutlich gemacht. Das ist ja nicht nur eine Aktion, die sich ins Jahr 2013 bewegt, sondern wir brauchen diese Zusammenarbeit über die Jahre danach auch kontinuierlich. Aber ich glaube auch, dass umgekehrt auch die Hartsparkasse Nutznießer auch dieser Zusammenarbeit
mit insgesamt ist. Unsere Sportjugend wird ja auch bei Veranstaltungen kostenlos auch das Sportmobil zur Verfügung stellen. Auch das ist werthaltig. Also ein Auftritt kostet ja um die 200 Euro. Wenn wir das 5-mal machen, ist das auch eine werthaltige Gegenleistung, die wir hier bringen. Aber die Sportjugend ist auch Nutznießer durch die Sparkassenstiftungen. Denn materiell wären wir gar nicht mehr in der Lage, unsere Sportjugend auftreten zu lassen, wenn nicht die entsprechenden Ausrüstungsgegenstände mitfinanziert werden. Von Rutsche angefangen bis hin zur Hüpfburg. Also das muss an dieser Stelle auch gesagt werden. Das könnte mit dem Sponsorenvertrag alleine gar nicht abgedeckt werden, was hier an Leistungen kommt. Ich muss ja immer wieder dabei betonen, dass wir im Prinzip 2,5 geförderte Arbeitskräfte haben im Kreissportbund Harz. Also ich will die Arbeitskräfte vor der Wende nicht nennen. Da war das bei jedem Kreissportbund um die 20 Arbeitskräfte, weil auch die TZ-Trainer dabei waren. Aber jeder einzelne Kreissportbund nach der Wende hatte 2 Arbeitskräfte. Und 3 mal 2 sind bei mir immer 6. Und jetzt haben wir 2,5. Ja, und was da im Hauptamt zu leisten ist, aber was dann auch gleichzeitig auf das Ehrenamt abgewälzt wird, das heißt also im Bereich, der Wolfgang Glucks ist ja unser Finanzer, den ich hier mitgebracht habe, und Vizepräsident des Kreissportbundes, was aufs Ehrenamt abgewälzt wird, das ist nicht zu unterschätzen. Das muss man jetzt mal so deutlich sagen. Ja. Sprachen von 400 Vereinen, ja? Über 420. 420. Mit wie vielen? 36.000 Mitglieder, und wir hatten einen Zuwachs im 2012 von 820 Mitglieder. Also da sieht man doch, dass wir auf einem richtigen Weg sind, gemeinsam mit der Sparkasse. Ja. Sorgen hatten mit den Schulen, das muss ich jetzt mal so deutlich sagen, das ist ja sehr unterschiedlich. Also in Altkreisen, Halberstadt und Quedlinburg ist der Sportabzeichenwettbewerb doch etwas traditioneller, Wernigerode weniger. Die Schulen profitieren ja unheimlich davon, von der ganzen Geschichte. Und da haben wir ja im Vorfeld mit den Schulleitern auch die Gespräche geführt, dass sie das Ganze als Projekttag auch gestalten, damit also an dem Tag an jeder Schule im Prinzip ein Sportfest stattfindet, und mit bestimmten Klassenstufen soll das Ganze in Blankenburg dann laufen. Das ist ja 55 Jahre Sportabzeichen, das ist ja nun doch eine Hausnummer, die entsprechend dann nach außen auch transportiert wird. Also, und da hat sich unsere Geschäftsstelle und die entsprechenden Kräfte dazu haben sich natürlich eine gewaltige Aufgabe aufgebaut, das muss man wirklich sagen. Und das ist auch ein Kostenfaktor, das darf man auch nicht unterschätzen, der ist hinzugekommen hier bei den Aufgaben, die wir haben. Auch ein Kostenfaktor, weil nämlich auch Schülertransport dranhängt. Die müssen ja nach Blankenburg hinkommen, die Schüler. Und die Schulen haben alle kein Geld. Also werden die alle fragen, wie kommen wir dorthin? Wer finanziert uns das? Wer bezahlt uns das Ganze, damit wir dort auch an dieser Veranstaltung teilnehmen können? Und es gehören Kampfrichter dazu, es gehören Helfer dazu. Also 3000 Sportler dort zu dirigieren und das Ganze nicht zum Misserfolg werden zu lassen, da gehört ein unheimlicher organisatorischer Aufwand dazu. Wir gehen davon aus, dass unsere Leute das schaffen. Wir haben auch viele engagierte Kräfte. Ich war vorgestern bei Germania, also Germania Halberstadt. Da sind Leute, die um die 80 sind, sitzen dort und sind immer noch bereit, als Kampfrichter zu agieren. Und ohne diese alten Campen, das sage ich mal so deutlich, wir haben kaum noch in der Lage, solche Veranstaltungen durchzuführen. Für Kinder und Jugendliche mit 80-Jährigen als Kampfrichter. Ja. Einen Tag nach unserer Jubiläumsveranstaltung, wir haben also am 24.06. große Jubiläumsveranstaltung zum 180-jährigen Bestehen der Radsparkasse, ja, oder der Sparkasse, der öffentlich-rechtlichen Sparkasse im Landkreis. Also am 3. Juni 1833 um 14 Uhr. Presseerklärung der Landesrektorenkonferenz. In mehreren Medien wird über das Treffen von Landesrektorenkonferenz berichtet. Dabei kommen maßgebliche Details zu kurz, die erheblichen Einfluss auf die weitere Diskussion haben. Dazu stellt die Landesrektorenkonferenz klar.
Im gestrigen Gespräch aller Rektoren mit Ministerpräsident Haseloff und weiteren Mitgliedern der Landesregierung bestand Einigkeit über die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung im Lande und einen insoweit auch zu leistenden Beitrag aus dem Wissenschaftshaushalt des Landes. Dabei haben die Rektoren in Verantwortung für das Gemeinwohl auf eine strikt vorgebrachte Einsparvorgabe der Landesregierung reagiert, die auch in der Höhe von etwa 50 Millionen Euro festzuliegen scheint. Die Rektoren haben unmissverständlich klargemacht, dass dieser Betrag nicht allein aus den Hochschulhaushalten erbracht werden kann, dass aber aus dem Gesamthaushalt zur Finanzierung von Wissenschaft und Forschung im Lande eine Einsparung von insgesamt 50 Millionen Euro in einem strategisch mindestens bis zum Jahre 2025 angelegten Umbauprozess grundsätzlich machbar ist. Insoweit bestand Einigkeit mit den Vertretern der Landesregierung. Bemessungsgrundlage ist entscheidend, nicht 317, sondern 630 Millionen Euro pro Jahr. Entscheidend ist die Bemessungsgrundlage für die Forderung der Landesregierung. Nach den gemeinsamen Vorstellungen der an dem Gespräch Beteiligten soll der Einsparbeitrag aus dem Gesamtansatz von rund 630 Millionen Euro im Land erbracht werden. Die Summe aller Hochschulbudgets beträgt hingegen lediglich 317 Millionen Euro. Was gehört zum Wissenschaftshaushalt des Landes Sachsen-Anhalt? Hochschulbudget 317 Millionen Euro, Hochschulmedizin 115 Millionen Euro, Studentenwerke 115 Millionen Euro, Versorgung und Beihilfe 18 Millionen Euro, Rest ohne Hochschulpaket, Großgeräte, Zuschüsse, Hochschulsport, innovative Projekte und anderes 38 Millionen Euro, Hochschulpaket 27 Millionen Euro, in Summe 630 Millionen Euro. In dieser Summe noch nicht enthalten sind Zuwendungen an außer universitäre Forschungseinrichtungen in Höhe von rund 104 Millionen Euro. Keine Einigkeit besteht über die bereits im Jahre 2014 geplante Kürzung der Forschungsförderung, Landesgraduiertenstipendien und anderer Positionen des Wissenschaftsetats von rund 26,5 Millionen Euro. Es bestand auch keine Einigkeit über den Zeitpunkt der ersten Einsparung, sowohl durch Reduktion der Forschungsförderung im Jahre 2014 als auch zum weiteren Beitrag aus dem Wissenschaftshaushalt. Nach den Vorstellungen der Landesregierung sollen ab 2015 bis 2025 jährlich 5 Millionen Euro im Wissenschaftshaushalt eingespart werden. Die Rektoren haben ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass kurzfristige Einsparungen in der angestrebten Höhe nicht machbar sind und, was auch schwerer wiegt, den eigentlich angestrebten Umbauprozess erheblich erschweren. Eine solche Maßnahme hätte zwangsläufig zur Folge, dass im Grunde zufällig frei werdende Stellen nicht wieder besetzt werden könnten bzw. Verträge auslaufen müssten. Das widerspricht einer sinnvollen Strukturplanung und gefährdet den Wissenschaftsstandort. Die Landesrektorenkonferenz sieht im Bekenntnis des Ministerpräsidenten zur Stärkung des Wissenschaftsstandortes und zum Verzicht auf kurzfristige personalpolitische Maßnahmen eine Bestätigung dieser Position. Deshalb haben die Rektoren nachdrücklich gefordert, dass vor Beginn jeglicher Struktur- und Spardiskussionen zunächst der Abschluss der Begutachtung durch den Wissenschaftsrat im Sommer 2013 abgewartet wird, damit sodann gemeinsame Überlegungen zu Profilen und Strukturen angestellt werden. Im Ergebnis dieses so angelegten Prozesses lassen sich dann sinnvolle Einsparungsmöglichkeiten aufzeigen und wissenschaftsadäquat umsetzen. Ob diese dann tatsächlich die jetzt geforderte Höhe erreichen, lässt sich erst im Ergebnis einer sehr intensiven Strukturdiskussion zu einem späteren Zeitpunkt verbindlich sagen. Auf die Bedeutung des Wissenschaftssystems für die Entwicklung des Landes wurde wiederholt hingewiesen. Daran hat sich nichts geändert. Zitat Willingmann. Unsere grundsätzliche Bereitschaft, einen erheblichen Beitrag zur Konsolidierung des Landeshaushalts in den nächsten 10 Jahren zu leisten, sollte nicht dazu missbraucht werden, unrealistische Forderungen zu erheben. Das Wissenschaftssystem eignet sich weder für eine Ansagepolitik, noch kann es kurzfristige Erwartungen an Einsparungswünschen bedienen. Unerlässlich ist für die Rektoren, dass zunächst Profil- und Strukturplanung auf Basis der Wissenschaftsratsstellungnahme beginnen. Danach sind Überlegungen zu konkreten Einsparungen möglich. Gezeichnet Professor Dr. Armin Willingmann, Rektor der Hochschule Harz, Präsident der Landesrektorenkonferenz. Mitglieder der Landesrektorenkonferenz sind die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg, Burg-Giebichtstein, Kunsthochschule Halle, Hochschule Anhalt, Hochschule Harz, Hochschule Magdeburg-Stendal, die Hochschule Merseburg sowie die Evangelische Hochschule für Kirchenmusik und die Theologische Hochschule Friedensau.
Die Fachhochschule Polizei genießt Gaststatus. Girls and Boys Day 2013. In diesem Jahr wird sich das Harzklinikum am Standort Wernigerode am Girls and Boys Day beteiligen. Am Donnerstag, dem 25. April, ist es soweit. Mädchen und Jungs wollen einen ersten Eindruck der Berufs- und Arbeitswelt gewinnen. Ein kurzer Einblick soll ihnen helfen, sich später leichter beruflich zu orientieren. Am Standort Wernigerode können sich bis zu maximal 20 Schülerinnen und Schüler im Bereich Pflegedienst anmelden. Interessierte melden ihre Tochter oder ihren Sohn bitte telefonisch im Sekretariat der Pflegedirektion bei Frau Sandra Mattei unter der eingeblendeten Telefonnummer an. Die Schülerinnen und Schüler werden um 8 Uhr im Foyer der Aufnahme durch die Pflegedirektion begrüßt. Im Anschluss erhalten sie vielfältige Informationen zur Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger, erste praktische Eindrücke zum Berufsbild der Pflege und anschließend eine Führung durch das gesamte Haus. Wissenstransfer zwischen Hochschule und Kommunen. Unter dem vollständigen Titel Wissenstransfer zwischen Hochschule und Kommunen, gemeinsame Herausforderungen und Strategien zwischen Modernisierung, Effizienz und strukturellen Wandlungsprozessen ist in der Reihe Forschungsbeiträge zum Public Management ein neues Werk entstanden, das ab sofort in jedem Buchhandel erhältlich ist. Franz Reinhard Habbel, Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, sowie Prof. Dr. Jürgen Stember, Dekan des Fachbereichs Verwaltungswissenschaften der Hochschule Harz, ist es gelungen, zahlreiche Experten aus Verwaltung und Wissenschaft für dieses Buch zusammenzubringen. Und dabei beschränken sich die Beiträge nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf Österreich und die Schweiz, wo dieses Thema ebenfalls auf große Resonanz gestoßen ist. Thematisch befasst sich der Band mit dem Verhältnis zwischen Hochschulen und Kommunen. Finanzkrise, demografischer Wandel, strukturelle Wandlungs- und Entwicklungsprozesse sowie auch technologische Innovationen sind nur einige Aspekte, die nicht nur große Risiken und Gefahren, sondern auch große Chancen beinhalten. Für die Hochschulen ist die beschriebene Situation in den Kommunen ebenfalls nicht neu. Neu sind indes Bemühungen um eine deutlich engere Zusammenarbeit in Form eines umfassenden Wissenstransfers. Fachbereich Verwaltungswissenschaften der Hochschule Harz zeigt Ausstellungen zur Kriminalarchäologie. Mit einem ungewöhnlichen Projekt ist der Fachbereich Verwaltungswissenschaften der Hochschule Harz in das Sommersemester gestartet. Parallel zum laufenden Vorlesungsbetrieb informiert eine Dokumentationsausstellung über spektakuläre Kriminalfälle rund um den illegalen Handel mit archäologischem Kulturgut zweifelhafter Herkunft. Besucher erhalten einen Einblick in die Arbeit von Kriminalisten und Archäologen, wenn es darum geht, Raubgräbern und Antikenhehlern auf den Spur zu kommen. Dabei spannen die Beispiele einen breiten Bogen und reichen von Raubgrabungen im Irak bis hin zur Himmelsscheibe von Nebra in Sachsen-Anhalt. Die 2011 vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz konzipierte Informationsausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Landeskriminalamt, der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, der Botschaft der Republik Irak und der Fachhochschule Mainz. Nach Zwischenstationen im Mainzer Hauptbahnhof der Hessischen Polizeiakademie Wiesbaden, dem Badischen Landesmuseum Karlsruhe und dem Münchner Flughafen ist sie nun am Fachbereich Verwaltungswissenschaften der Hochschule Harz zu besichtigen. Unterstützt und ergänzt wird sie vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für Vorgeschichte, das hierfür Materialien zur Himmelsscheibe von Nebra zur Verfügung gestellt hat. Die Ausstellung ist noch bis einschließlich 28. Juni zu sehen. Der Eintritt ist frei. Vortragsveranstaltung beleuchtet Aspekt sozialer, ökonomischer und ökologischer Verantwortung. Am Mittwoch, dem 17. April 2013, geht ein erfolgreiches Projekt in die nächste Runde. Der zweite Nachhaltigkeitstag an der Hochschule Harz integriert das Konzept des verantwortungsbewussten Umgangs mit Natur, Wirtschaft und Menschen in über 30 Vorlesungen an all drei Fachbereichen. Ab 14 Uhr sind alle Interessierten herzlich zur Vortragsveranstaltung Nachhaltigkeit in Unternehmen und Institutionen ins Audimax Papierfabrikhaus 9 am Eichberg 1 eingeladen. Verschiedene hochkarätige Referenten sprechen über Nachhaltigkeit bei der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung in Unternehmen oder im Tourismus. Nach einer Podiumsdiskussion klingt der Tag cinealistisch aus. Bereits am Vorabend, dem 16. April um 19 Uhr, findet im Raum 400 002 ein Filmabend
mit Diskussionsrunde zum Thema Die Honigbiene, eine unserer wichtigsten Naturwunder, statt. Neben Oberbürgermeister Peter Gaffert und Undine Kurt, parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, stehen die Imker Gerhard Frenzel und Wilfried Götze Rede und Antwort. Länderübergreifendes Ganzjahresprojekt zwischen Schirke und Braunlage rückt näher. Am 8. April wurde in Schirke im Rahmen eines Sonderstadtrates die Planung für eine länderübergreifende Entwicklung des Erlebnisgebietes um den Winterberg und Wurmberg vorgestellt. Die Vorschläge trafen auf eine breite Zustimmung aus dem Rat und von den anwesenden Einwohnern Schirkes. Auch die Braunlager Seite hat bereits Zustimmung signalisiert und will eine gemeinsame Entwicklung vorantreiben. 7 Kilometer neue Abfahrten, 2 Seilbahnen, ein Ganzjahreserlebnisangebot am Winterberg, ein neues Tor in den Nationalpark, eine enge Verknüpfung der Angebote in Braunlage und Schirke. All dies scheint möglich. Ganz deutlich wurde herausgearbeitet, dass auch im Sommer Bergerlebnisse geschaffen werden müssen, die getreu dem Slogan, natürlich Schirke, mehrstündige Aufenthalte für Touristen in Schirke und dem Winterberggebiet bieten müssen. Eine Verknüpfung mit den Braunlager-Angeboten gerade im Winter ist dabei essentiell und kann entscheidend zur positiven Vermarktung beitragen. Die ökologischen Untersuchungsergebnisse, insbesondere mit dem Schwerpunkt Fauna, Flora und Wasservorkommen, haben Teilergebnisse erbracht, die nun in weitergehenden Planungen integriert werden müssen. In den nächsten Monaten wird es nun darum gehen, weitere Detailplanungen vorzunehmen und in größeren Arbeitsgruppen abschließend zu beraten. Auch die Suche nach möglichen Investoren soll ausgehend von der erarbeiteten Grundlagenmaterialien forciert werden. Mathematik. Des einen Leidenschaft, des anderen Sorge. Über 150 angehende Abiturienten nutzten die Woche vor Ostern, um bei Fit for Abi and Study ihre Mathematikkenntnisse an der Hochschule Harz aufzufrischen und sich optimal auf Schulabschluss und Studium vorzubereiten. Das Interesse war riesig, die Warteliste lang. Auf dem Unterrichtsplan des 4-tägigen Intensivkurses standen neben mathematischen Grundlagen auch zentrale Bereiche wie Wahrscheinlichkeitsrechnung, lineare Algebra, Analyse sowie Differential- und Integralrechnung. Das Publikum war bunt gemischt. Die Altersspanne lag zwischen 16 und 24 Jahren. Die Teilnehmer kamen aus 8 verschiedenen Bundesländern, darunter auch aus Nordrhein-Westfalen und dem Saarland, verriet Projektmanagerin Jana Bornstedt. Dabei wurde nicht nur jedem geholfen, den es vor Zahlen graut, die Hochschule förderte ebenso junge Rechentalente. Der Kurs in Wernigerode ist durch gute Erklärungen und hilfreiche Übungen sinnvoll gewesen. Wir sind jetzt motivierter, das Skript der Hochschule Harz wird uns bis zum Abitur ständig begleiten, so ein Hallenser. In den Ferien kann es natürlich nicht allein ums Pauken gehen. Die Schülerinnen und Schüler sollten auch Spaß in der Freizeit haben und sich vom Mathelernen erholen. Neben einer kleinen Begrüßungsfeier in der Studentenlounge Schmalzmühle gab es eine Stadtrundfahrt bis zum Schloss und eine gemeinsame Party mit Studierenden auf dem Campus, so Jana Bornstedt. Am Freitag, dem 5. April, fand in Wernigerode die 3. Waldklimakonferenz des Landes Sachsen-Anhalt statt. Thematischer Schwerpunkt ist der Harzwald im Klimawandel. Diskutiert wurde die Belastung durch Frostschädlinge und eine durchdachte Baumartwahl im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Die Konferenz eröffnete Landwirtschafts- und Umweltminister Dr. Hermann Onko Eikens. Die einer Waldklimakonferenz. Diese Konferenz reiht sich ein in eine Veranstaltungsfolge. Es ist die 3. Waldklimakonferenz, die das Land Sachsen-Anhalt veranstaltet, um dem Forstbereich, den Waldbesitzern Informationen zu geben über das Thema Klimawandel und wie man mit dem Klimawandel in unseren Wäldern umgeht. Das ist für den Forstbereich insofern eine ganz wichtige Frage, weil Entscheidungen über den Anbau über Generationen getroffen werden. In der Landwirtschaft trifft man eine Fehlentscheidung und hat ein Jahr ein Problem, aber wenn man im Forstbereich eine Fehlentscheidung trifft, wirkt sich das für die Enkel- und Urenkelgeneration aus. Und insofern ist die Forst dringend darauf angewiesen, mit Hilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse sich auf die neue Situation einzustellen. Dass es eine neue Situation gibt, das wird an dem Wetter in diesen Tagen offenkundig. Wir befinden uns im Klimawandel, die Daten sagen es aus. Die Extremwitterungslagen nehmen zu, das heißt kalte Winter, Schnee im Winter, das heißt wärmere Sommer, das heißt in toto weniger Niederschläge. Und Niederschläge
zu Zeiten, jetzt spreche ich mal aus landwirtschaftlicher Sicht, wo man sie eigentlich weniger gebrauchen kann. Und dieses Szenario, das wir ja in verschiedenen Gutachten bereits analysiert haben und der Öffentlichkeit vorgestellt haben, diese Gutachten schreiben wir auch fort, ist für uns Anlass zur Sorge, insbesondere um den Wald. Und ich bin sehr dankbar, dass es uns gelungen ist, gemeinsam mit Praktikern, mit Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung, mit Herrn Pusch, der für den Nationalpark verantwortlich ist, aber insbesondere auch mit Wissenschaftlern aus der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, Auskunft zu geben, wie die Situation eingeschätzt wird. Ich habe mit großem Interesse den Vortrag von Herrn Dr. Schmidt gelauscht, der Entscheidungshilfen zur Anpassung der Forstwirtschaft vorgetragen hat. Er wird selber dazu nochmal Stellung beziehen. Für mich war dieser Vortrag insofern sehr eindrucksvoll, dass die Wissenschaft heute in der Lage ist, dem Waldbesitzer wirklich fundierte Hilfestellung zu geben, für spezifische Standorte Anbauentscheidungen zu treffen. Das heißt, dass wir optimistisch sein können, dass wir diese Herausforderung auch bewältigen, auch wenn die Temperaturen bis zum Ende des Jahrhunderts noch signifikant steigen dürften. Global spricht man ja davon, dass Erwärmung über 3 Grad sein wird. Das muss für unsere Region nicht unbedingt zutreffen. Aber ob das 2-Grad-Ziel im Vergleich zu den Daten aus dem letzten Jahrhundert zu halten sein wird, da sind Zweifel angebracht und das ist für uns Anlass, das Thema Klimawandel sehr ernst zu nehmen, auch weil wir wissen, welche Klimaschutzfunktion unser Wald hat. Wir tun dies, lassen Sie mich das abschließend noch sagen, an historischer Stelle. Hier haben Leute gewirkt in der Region wie von Karlowitz. Das Thema Nachhaltigkeit jährt sich zum 300. Mal. Als er sein Buch herausgegeben hat, das heute erfreulicherweise wieder im Reprint verfügbar ist und seine Nachhaltigkeitserkenntnisse die Grundlage für die vorbildliche Forstwirtschaft in Deutschland sind, niedergelegt hat. Hier hat von Lange gewirkt, hier hat Xantier gewirkt. Leute, die ohne diese intensive wissenschaftliche Begleitung mit forstwirtschaftlichen Herausforderungen fertig werden mussten. Und da wir heute ein viel breiteres wissenschaftliches Fundament haben, bin ich optimistisch, dass Tagungen wie diese dazu beitragen, dass wir unserer Forstwirtschaft gute Hilfestellung geben, gute Unterstützung geben und dass wir auch was die Zukunft des Waldes angeht, mit dem Engagement unserer Forstleute optimistisch sein können, dass wir die Herausforderungen meistern. Ja, vielen Dank, Herr Minister, meine sehr verehrten Damen und Herren. Von mir auch ein herzliches Willkommen. Und nochmal möchte ich meiner Freude Ausdruck verleihen, dass diese Konferenz hier in Wernigerode stattfindet. Wernigerode, eine der waldreichsten Kommunen im Land Sachsen-Anhalt mit über 2000 Hektar eigenem Wald. Und insofern sind natürlich die Themen, die den Wald betreffen, Klima hier im Besonderen, aktuell heute im Fokus, auch für uns von großer Bedeutung. Und Sie wissen, dass gerade für Wernigerode der Wald ja nicht nur eine ökologische und ökonomische Dimension hat, sondern auch insbesondere mit Blick auf den Tourismus ganz, ganz stark im Fokus steht. Und die Stadt Wernigerode seit unmittelbar nach der Wende auch einen eigenen Forstbetrieb hat, den wir sehr nachhaltig bewirtschaften. Und an dieser Stelle darf ich auch sagen, wenn ich mich noch erinnere, war der Stadtwald Wernigerode auch der erste, der nach PEFC zertifiziert worden ist, nach der paneuropäischen Forstzertifizierung. Das war noch in den 1990er Jahren und da war der Stadtwald einer der ersten, der so zertifiziert worden ist. Dies vielleicht zum Einstieg, was die Bedeutung des Waldes angeht für die Stadt Wernigerode und damit natürlich auch das Thema Klimawandel. Ich möchte das vielleicht aber noch ein Stück weiter ausdehnen. Ich habe das auch vorhin in meinem kurzen Grußwort sagen können, dass wir natürlich heute die Auswirkungen des Klimawandels gerade hier in unserer Region im Harz, im Besonderen in Deutschland aber auch, noch nicht so unmittelbar spüren, wie man das vielleicht teilweise den Medien entnehmen könnte und damit auch teilweise eine gewisse Verunsicherung bei den Menschen eintritt, wenn gerade in diesem Jahr exemplarisch immer wieder heißt, es wird alles viel wärmer und plötzlich haben wir einen Winter, der nahezu 6 Monate andauert im Harz. Insofern, und das war auch mein Appell heute Morgen, ist es sicherlich richtig und wichtig, wissenschaftlich all dies aufzuarbeiten. Wir sind heute in der Lage, und Herr Schmidt hat das sehr deutlich gemacht,
mit hervorragenden Modellierungen und Programmen Szenarien zu entwickeln, die dann wiederum auch ausschlaggebend sein können für Hinweise an die Praxis. Aber es ist sicherlich richtig, dies auch mit einem gewissen Augenmaß umzusetzen. Und vielleicht noch zwei Punkte, die aus Sicht der Stadt Wernigerode wichtig sind, die nur mittelbar mit dem Wald zu tun haben, aber sehr unmittelbar mit dem Klima. Wir sind seit Jahren bemüht, uns gerade in diesen Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Biodiversität einen Spitzenplatz auch mit unter den mitteldeutschen oder unter den mittelgroßen Städten in Deutschland zu erarbeiten. Und insofern stehen diese Themen für uns auch ziemlich weit oben an, auch was den täglichen Arbeitsablauf in der Stadt angeht. Unsere Ziele sind sehr eng auch an diese Klimaziele gekoppelt. Wir sind Mitglied des Klimabündnisses. Wir versuchen, die verkehrliche Thematik in der Stadt, soweit das möglich ist, ein wenig zu entzerren und vom Individualverkehr auch loszulösen. Und darüber hinaus versuchen wir natürlich mit städtischen Mitteln auch insbesondere im Wohnungsbau die energetische Versorgung so weit zu modernisieren, dass letztlich hier positive Auswirkungen auf das Klima sekundär dann entstehen können. Da möchte ich insbesondere unsere Stadtwerke auch nennen, mit denen wir gemeinsam hochmoderne Blockheizkraftwerke hier errichten in der Stadt, um zum einen die Wärmeversorgung, dann aber auch gleichzeitig eine Stromproduktion zu koppeln. Und das ist mit die nachhaltigste Form der Energieversorgung überhaupt. Also insofern sehen Sie, dass das für uns ein wichtiges Thema ist. Und ich persönlich kann sagen, Herr Minister Eigens hat es angesprochen, dass das Thema Nachhaltigkeit, ich habe auch dieses Buch mal hier, wenn das vielleicht nachher noch jemand mal sich anschauen möchte, kann ich also sehr empfehlen, Hans von Karlowitz, das ist also dieser berühmte Reprint von vor nunmehr 300 Jahren. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil, wenn man, so wie ich und viele andere, die heute natürlich hier zu Gast sind, wenn man einmal in seinem Leben das Thema Forstwirtschaft und Forstwissenschaft auch in der Lehre vermittelt bekommen hat, dass man lernt, sehr langfristig zu denken und damit auch gewisse strategische Ziele, egal in welchem Bereich man dann tätig ist, dann auch langfristig ins Auge zu fassen und nicht sehr kurzfristig, das trifft auch für kommunale Entscheidungen zu. Es geht nicht darum, dass es uns morgen nur gut geht in dieser Stadt und dass die Menschen hier sind, sondern wir müssen heute im Prinzip die Weichen stellen, wie geht es in den nächsten 10, 15, 20 Jahren in dieser Stadt, in dieser Region weiter. Wir alle stehen ja neben den klimatischen Herausforderungen auch, und ich habe das vorhin auch kurz angesprochen, vor zwei ganz wesentlichen Punkten, die ja dann mittelbar auch Einfluss haben, nämlich demografische Entwicklung und Energiewende. So viel vielleicht von mir. Ich freue mich auf die Tagung, noch auf den Rest, den ich leider dann nur noch ganz kurz mitverfolgen kann, weil andere Termine noch warten. Ich freue mich, dass Sie da sind und möchte da an der Stelle noch darauf hinweisen, dass die Stadt Wernigerode vielfältiger Gastgeber ist für unterschiedliche Tagungen und Kongresse, und das habe ich vorhin vergessen, das möchte ich auch hier nochmal anmerken, Herr Minister Eigens wird sich sicherlich noch sehr gut daran erinnern, vor knapp zwei Jahren, wenn man so will, ist hier sogar der Grundstein gelegt worden für den Ausstieg aus der Atomenergie, als wir hier die Umweltministerkonferenz hatten in Wernigerode und dann auch auf Schloss Wernigerode, und wir werden in diesem Jahr Ausrichter sein der Tagung des Deutschen Forstvereins, zu der wir nahezu 1000 Förster, Forstexperten aus der Bundesrepublik, aber auch darüber hinaus hier erwarten. Da freue ich mich sehr darauf. Und insofern ist die Bundesstadt Wernigerode auch eine grüne Stadt. Nochmal ein herzliches Willkommen. Sicherlich, dass hier aus Wernigerode heraus die Geschicke des Nationalparks auch gelenkt und geleitet werden. Wir betreuen ja nur rund 10% der gesamten Harzfläche und ihrer Wälder. Und wir machen das unter völlig anderen Gesichtspunkten als die Kollegen im Wirtschaftswald, die normalerweise auch bei den vorangegangenen Klimakonferenzen, Waldklimakonferenzen, im Mittelpunkt des Interesses standen, und das aus gutem Grund. Die Risikobelastung, egal wie im Einzelnen die Klimaentwicklung sich auch noch weiter darstellen wird, die Risikobelastung für unsere Wälder wird wachsen. Das trifft nun mal in erster Linie die Wirtschaftswälder, die da auch mit verschiedenen Strategien, vor allen Dingen mit einer Risikostreuung in der Baumartenwahl, darauf reagieren wird. Und dennoch sind wir die Wälder nur vor dem Gesichtspunkt Naturschutz behandeln, bei uns im Nationalpark beileibe nicht unbetroffen. Wir haben also zwei große Aufgabenbereiche auch bei uns vor. Wir werden zum einen in unseren Kernzonenflächen, also da, wo wir gar nicht mehr steuernd eingreifen, die Naturabläufe langfristig sehr sorgfältig dokumentieren in einem umfangreichen Monitoringprogramm, was dann auch dazu beiträgt,
zu erfassen, was für Auswirkungen der Klimawandel dann auf Flora und Fauna in den Harzwäldern hat. Und wir haben einen zweiten Bereich, wo auch wir doch durchaus noch mit normalen waldbaulichen Mitteln reagieren. Das sind nämlich die vielen großen Flächen, die noch mit naturfernen Fichtenreinbeständen bestockt sind. Hier werden wir auch Laubbäume weiter einbringen, um diese Wälder insgesamt vielfältiger, strukturreicher und damit widerstandsfähiger auch für die wachsenden Risiken vor dem Hintergrund Klimawandel langfristig zu machen. Ich wollte den Grünanstalt ein bisschen darstellen. Wir sehen uns als Dienstleister, eigentumsartenübergreifend letztendlich die Forstwirtschaft mit Informationen zu versorgen. Man muss das so sehen, diese standortlichen Gesetze, die Klassiker sind angesprochen worden, unter Klimawandel wird sich das relativ rasant ändern und das Erfahrungswissen hat dann eine geringe Halbwertszeit. Und wir brauchen neue Erkenntnisse und wir beliefern die Forstwirtschaft letztendlich mit Prognosen, an welchen Punkten wird der Klimawandel zu besonders hohen Risiken führen. Also wo sind besonders hohe Sturmschadensrisiken zu erwarten, wo könnte der Buchdrucker, also der Borkenkäfer in Zukunft Probleme machen, wo ist mit hohem Trockenstress zu rechnen, unter Annahme der projizierten Klimaszenarien. Und dann darauf aufbauend, wenn wir diese Hotspots identifiziert haben oder auch Punkte, die eher nicht so stark betroffen sind, dass man da mit der Fichte doch noch weiterarbeiten könnte. Wenn das identifiziert ist, dann kommt ein großer Maßnahmenkatalog, den wir bereitstellen, zur Baumartenwahl, Mischbestände hin zur Douglasie, Zielstärken absenken oder doch führende Fichte, weil hier die Probleme nicht so hoch werden und letztendlich Durchforstung anpassen, Zielstärken anpassen. In der Rolle sehen wir uns als Dienstleister letztendlich den Klimawandel letztendlich transparent zu machen, wo sind die Klimafolgen im Wald zu erwarten. Hotspots, gesicherte Bereiche, das ist es eigentlich. Ja, aber im Moment ist zum Glück nach einer mehrjährigen Massenvermehrung des Borkenkäfers eine gewisse Entspannung festzustellen. Wir haben aus Sicht der Nationalparkverwaltung natürlich genau das Thema Man-Made-Komponente bei uns, weil wir ja bewusst in unseren Kernzonen auch den Käfer wirken lassen. Wir haben es aber geschafft, in guter Kooperation mit der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt ein Konzept zu erstellen und umzusetzen, was an der Außengrenze den Schutz benachbarter Wirtschaftswälder gewährleistet. Wir haben vor, auch im neuen Programm, wir stellen ja jetzt gerade die Programmatik für die neue Förderperiode ab 2014 auf, die Forstwirtschaft mit diesem Thema nicht alleine zu lassen. Das betrifft sowohl das Thema Aufforstung als auch das wichtige Thema Beratung, gerade der vielen Kleinprivatwaldbesitzer, um ihnen Hilfestellung zu geben bei der Entscheidungsfindung und damit sicherzustellen, dass unsere Wälder auch zukünftig in einem guten Zustand sind und die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Tipps von den Profis. Das DBFK Pflegemobil kommt. Bereits zum 21. Mal ist das Pflegemobil eine gemeinnützige Einrichtung des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe in Mitteldeutschland unterwegs. Am 26. April von 10 bis 16 Uhr stehen den Pflegeprofis im Eingangsbereich des Harzklinikums Dorothea-Christiane-Axleben, Standort Wernigerode, allen Interessierten Rede und Antwort, die Fragen rund um die Pflege haben. Pflegende Angehörige bekommen dort Tipps, Informationen und nützliche Adressen für die Pflege zu Hause. Das Pflegemobil-Team möchte diese Aktion auch dafür nutzen, für berufliche Pflegende neueste Informationen rund um die Berufspolitik zu geben und lädt zu einem Besuch am Infostand ein. Zu allen Themen gibt es neben dem persönlichen Gespräch außerdem kostenlos Informationsmaterial zum Mitnehmen. Meldestelle für geschützte Untermieter im Landkreis Harz eingerichtet. Unsere heimischen Fledermäuse sind bei der Wahl ihrer Sommerquartiere ziemlich wählerisch. Sie benötigen von etwa Mai bis Oktober ein Schlafquartier, das warm und trocken ist, sowie Schutz vor tierischen Feinden bietet. Ideale Sommerquartiere sind daher Siedlungsräume von Menschen, an denen auch die Jungen zur Welt kommen und aufgezogen werden können. Bevorzugt werden Dachräume, in denen sich keine Hauskatzen und Marder aufhalten. Aber auch hinter Fassadenverkleidungen und Fensterläden schlafen die Fledermäuse sehr gern, sowie unter Blechabdeckungen von Flachdächern. Diesen Quartieren und seinen Bewohnern auf die Spur zu kommen, hat sich die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Harz für die kommende Flugsaison vorgenommen.
Viele aufmerksame Einwohner des Landkreises, die Fledermäuse als Mitbewohner in ihren Häusern, Bungalows und Garagen beherbergen, haben sich bereits gemeldet. Um einen genauen Überblick über die geografische Verteilung der Quartiere und die dort vorkommenden Arten zu bekommen, werden die Gastgeber gebeten, bei der eigens für die Erfassung eingerichteten Meldestelle den Fledermausfund registrieren zu lassen. Im VHS-Bildungswerk Blankenburg steht Herr Dr. Geske unter der eingeblendeten Telefonnummer werktags von 8 bis 14 Uhr zur Verfügung, um die Daten aufzunehmen und auch genau, also die bei GMD ist ja immer eine Mischung zwischen sagen dokumentarischen Teilen und solchen Spielszenen, um einfach die Leute mehr ein bisschen auch in die Geschichte hineinzuführen. Und in dem Fall handelt ja der Film über Mathilde, die erste Äbtissin Quedlinburgs. Und wir gehen halt zurück ins 10. Jahrhundert, was schon ein bisschen schwierig war, überhaupt einen Ort zu finden, der dem 10. Jahrhundert auch entspricht. Jetzt können Sie mich natürlich fragen, warum drehen Sie nicht in Quedlinburg? Quedlinburg ist wunderschön, da war ich auch und habe dort die Doku gedreht. Aber es ist tatsächlich dermaßen, also es ist stark überformt, es ist barockisiert. Und dementsprechend habe ich teilweise in Quedlinburg einfach das Problem, das pure 10. Jahrhundert zu bekommen. Weil der Anspruch ist ja schon da, das historisch auch wirklich gut zu machen und da auch nicht einfach wahllos durch die Jahrhunderte da einfach quer zu besetzen, sage ich es jetzt mal so. Da kommt dieser Ort hier dem sehr, sehr nahe. Würden wir ihn tatsächlich, wenn es richtig 10. Jahrhundert wäre, müssten wir es farbig malen, müssten wir noch Wände machen, da würde mir aber Herr Bayer irgendwie ein bisschen, glaube ich, ein bisschen anfangen, um mal zu ärgern, weil das ist natürlich nicht möglich. Und wir haben natürlich auch tatsächlich diese Originale und nichts gibt sie manchmal noch in Italien, wo es wirklich schön ausgemalt ist. Aber das ist zu selten und tatsächlich deswegen sind wir hier, weil der Ort ist perfekt dafür. Wir haben hier alles, wir haben eine Kirche, wir haben Räume, wir haben unterschiedliche Stiftsräume, das ist einfach ganz großartig. Was haben wir hier heute gemacht? Mathilde ist sozusagen Leiterin eines Stifts. Ein Stift ist heutzutage, es gibt noch ein paar evangelische Stifte und man weiß ja nicht, also man hat da keinen seltenen Bezug zu. Ein Stift ist sowas Ähnliches wie ein Kloster und ist doch kein Kloster. Ein Stift ist sowas wie eine bessere Aufbewahrungsanstalt oder ein Internat für höhere Töchter. Die hat man in dem damaligen Jahrhundert quasi einfach unterschiedlichen Alters quasi dort den abgegeben. Dort waren sie dann für ein paar Jahre, bis sie heiraten konnten. Das war meistens so mit 11, 12 ab Geschlechtsreife möglich. Das heißt, auch die Verheiratung fand da dann zu der Weile statt. Wenn man keinen gefunden hat, blieb man ein bisschen länger so in einem Stift. Das war dann ein bisschen dumm für diejenige. Aber sonst war es eigentlich ein Ausbildungsbetrieb. Das heißt, die Mädchen bekamen dort Handarbeiten, Sticken wahrscheinlich, Spindeln, solche Geschichten. Aber vor allen Dingen, und das ist schon irre fürs 10. Jahrhundert, Sie durften lesen, Latein, die Sprache der Kirche, sie haben Bücher gelesen, schreiben wahrscheinlich auch. Das heißt, sie waren weitaus besser gebildet als die Herren, die sie hinterher zu heiraten hatten, die in erster Linie fechten, reiten und tolle Rüstungen tragen konnten und weiß Gott nicht so gut lesen konnten, wie diese Mädels. Aber so ein Haufen natürlich will gelenkt sein, will geleitet sein und das haben die Ottonen sehr stark besetzt, indem sie da ihre Königstöchter bzw. der Familie nachstehenden Töchter reingeschoben haben und die dort zu Äbtissin gemacht hat. Warum haben sie das gemacht? Weil sie ganz einfach festgestellt haben, wenn ich die verheirate, meine Königstöchter, an innere sozusagen Adelsklicken, habe ich ständig immer einen, der an meinem Stuhl sägt, weil er nur, weil meine Tochter geheiratet hat, glaubt, er kann jetzt auf meinen Stuhl. Deswegen haben sie entschieden und gesagt, gut, entweder verheiraten wir die Mädels ins Ausland, wenn da gerade kein König frei sieht, na gut, dann gehen sie halt ins Kloster oder werden Äbtissin oder sowas. Das hatte den Vorteil, dass die Männer das Christentum, ist zu der Zeit, breitet sich ja und man kämpft auch gegen die heidnischen Slawen ja im Osten, die waren ja nicht weit von hier entfernt sozusagen. Aber es ist trotzdem etwas, das wird eigentlich getragen, vor allem durch die Frauen. Weil die Frauen sich um das Seelenheil kümmern, deswegen ist es auch klar, dass die Äbtissinnen werden. Weil die sozusagen, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil die immer wieder sozusagen die Verwandtschaft, immer wieder über die Verwandtschaft beten, damit die auch später sozusagen beim jüngsten Gericht in den Himmel kommen. Und genau da solche Szenen haben wir hier heute. Das heißt, wir stellen nach so einen Alltag in einem Stift. Was war da so, was waren da auch so für Konfliktpotenziale? Weil diese jungen Mädels, die brav Latein lernen, noch ihre Gedichte und die müssten übrigens alle 3 Stunden wie im Kloster auch immer beten. Das war ein sehr durchgetakteter Tagesablauf. Die sind natürlich aber auch junge Mädchen. Und was wollen junge Mädchen heute und was wollten junge Mädchen damals? Natürlich auch Spaß haben.
sollten sie amüsieren. Und das weiß man auch aus Schriften damals, da gibt es dann so schöne Regelwerke, wo es heißt, den Mädels ist es nicht erlaubt, Männer über Nacht in so einen Stift zu schläuchen. Da weiß man natürlich gut, wenn man schon eine Regel so aufstellen muss, was dann da auch passiert ist. Ja. Das heißt, die haben auch da weltliche Lieder gesungen, die haben Spiele gespielt, all das war nicht unbedingt so erwünscht. Und es gab vor allen Dingen, und das ist die zweite Klientel an Frauen, die dort in so einem Stift sitzen, das sind nämlich die älteren Witwen, die tatsächlich sich auf den Tod vorbereiten, die auch da eben viel tatsächlich üben. Und das sind so Spannungen, die in so einem Stift sind, zwischen diesen jungen, lebensbejahenden Frauen und den älteren, die natürlich auch so eine Leiterin wie Mathilde leiten muss. Ja? Weil so ein Stift ist natürlich auch ein Ort von Standesdünkel, Neid natürlich auch. Auch ein bisschen Humorlosigkeit vielleicht in manchen Bereichen und dementsprechend hatten die da auch nicht so, das heißt, die musste das irgendwie koordinieren und wir haben das so ein bisschen für uns sozusagen ausgelegt, um zu sagen, okay, das ist ihre Schule des Lebens, die sie durchgeht. Anbietersuche, Wernigeröder Weihnachtsmarkt 2013. Die Stadt Wernigerode sucht Anbieter für den Wernigeröder Weihnachtsmarkt 2013. Dieser findet im Zeitraum vom 29. November 2013 bis 20. Dezember statt. Gesucht werden Gewerbetreibende und Kunsthandwerker mit entsprechend weihnachtlichem Sortiment. Voraussetzung für eine Teilnahme an der Anbietersuche für den Wernigeröder Weihnachtsmarkt ist die Abgabe eines ausgeführten Antragsformulars. Das Formular ist unter www.wernigerode.de oder www.weihnachtsmarkt-wernigerode.de zu finden. Angebote sind bis zum 30. Mai an das Ordnungsamt der Stadt Wernigerode zu richten. Telefonische Rückfragen können unter der eingeblendeten Telefonnummer erfolgen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich nicht um die Vergabe eines öffentlichen Auftrags handelt und die Bewerber keinen Rechtsanspruch auf eine Teilnahme erheben können. Ihr werdet unterscheidet, nämlich gerade diese Beteiligungsidee da rein und dass ihr dann einfach nochmal ein bisschen erzählt, was ihr eigentlich so selber mitentscheiden durftet und noch machen werden wollt, möchtet, tut hoffentlich. Und ja, dass wir danach einfach so viele Fragen zur Verfügung stehen. Wann fängst du vielleicht einfach an, dass du mal ein bisschen die Seite erklärst? Also ich habe mich in den letzten Wochen und Tagen um die Homepage gekümmert. Und die ist zu erreichen unter youngpart.de, klar. Die Startseite, da gibt es einen kleinen Begrüßungstext, unsere Sponsoren. Dann die Acts-Seite, da finden wir eine Auflistung der Bands, die auf dem Youngpart spielen werden. Zu jeder Band gibt es dann auch noch eine Bandseite, wo man, Informationen zur Band, wo sie herkommen und vor allem auch ein paar Soundbeispiele haben. Ich kann ja mal eins anspielen. Okay. Und dann der eigentliche Kern der Seite. Der Voting-Part, da können Sie zu Hause abstimmen, welche Band spielen soll, im Prinzip, ist zu finden unter dem Punkt Voting. Sie können einfach eine Band auswählen, Ihre E-Mail-Adresse eingeben, einen kleinen Sicherheitscode eingeben, auf Absenden klicken und schon ist das Ganze erledigt. Im Prinzip sind es halt, glaube ich, eine gute Mischung von allem bisschen was. Und ich denke, wir können auch mit ein paar Bands vielleicht auch Ältere mit ansprechen. Also es ist nicht so, dass es jetzt nur die Jüngeren einbeziehen soll, kann, darf, muss. Ja. Wenn ihr auch noch was dazu sagen. Ja klar, also wir haben auch diese Zettel jetzt, die man gut sehen kann, wo draufsteht eben die Adresse einmal. Youngpart.de, damit man auch weiß, wo man hin kann, um zu voten und ein bisschen Werbung muss ja auch sein natürlich. Ja, und das ist halt vom Youngpart der Sinn, dass wir sind im Organisationsteam eigentlich ziemlich junge Leute alles. Und dadurch wird das Ganze, also sag ich jetzt mal, besser angepasst auf die Jugendlichen, weil wir halt auch mehr wissen, was wir so für Musik hören und wie das Ganze ablaufen soll. Ja, und dadurch passt das eigentlich alles ziemlich gut an. Aber eben auch bei der Frage, was für ein Rahmenprogramm es gibt, was für die Ideen es gibt, das sind alles Entscheidungen, wo wir die Ideen der Jugendlichen versucht haben mit aufzunehmen und eben im Orga-Team dann überlegt haben,
was wollen wir davon wählen? Natürlich immer im Hintergrund, was ist überhaupt umsetzbar? Nicht alles, was man sich wünscht, kann man sich auch leisten. Aber auch an dem Tag setze ich eben darauf, dass hier die Leute, und noch sind noch mehr, die konnten allerdings nicht, heute dann auch mithelfen, zum Beispiel im Backstage-Bereich, da wolltet ihr ein bisschen mitmachen, das war auch wieder Film, wird auf dem Kanal wird dabei sein. Und eben alle möglichen Aufgaben, die anfallen vom Auf- bis Abbau, die man so im Hintergrund eben sieht, dass das eben nicht irgendwelche professionellen Leute machen, die viel Geld dafür bekommen, sondern Jugendliche selber machen und ihr eigenes Event eigentlich dadurch erschaffen. Also es gibt einen Facebook-Auftritt, wenn ich ihn denn finde. Ach ja, ganz unten der Link. Ganz unten, ja. Dann musst du dich einloggen. Ach, ja, muss ja mich einloggen. Ja, doch, ist öffentlich. Genau, und da gibt es dann halt aktuelle Status-Updates. Ja, ansonsten haben wir natürlich auch viel verlinkt. Wir haben ja eine Reihe Kooperationspartner bei dem Projekt. Also der Landkreis unterstützt uns, der offene Kanal unterstützt uns, das Projekt Duroplast unterstützt uns, der Jugendverein Kulturmotor. Vielleicht auch die Stadt Wernigerode. Die Stadt Wernigerode natürlich, genau, was noch liest. Und da haben wir natürlich dann auch die nicht nur aufgezählt, sondern auch zu deren Seiten wieder verlinkt. Gegenseitig und sind auch von deren Seiten zum Großteil eben wieder verlinkt, dass man eben auf die Weise auch nochmal mehr Leute anspricht und einfach das Spektrum ein bisschen weiter streut, um die Informationen zu machen. Und ja, und eben was wir auch noch, weil wir wissen ja, dass mittlerweile viele zum Beispiel über Facebook gar nicht mehr vom heimischen PC nutzen, sondern das über Handy-App oder über das Handy machen, also die Seite ist so programmiert, dass sie auf allen gängigen Internet Explorer, Google Chrome und so weiter Firefox läuft, und so weiter. Aber eben auch auf dem Betriebssystem auf dem Handy. Also mit einem Smartphone kann man dann auch wählen, das ist kein Hinweisgrund. Bücherfrühling in Quedlinburg mit Adele Ukulele oder warum mit Musik alles besser geht. Am Mittwoch, dem 24. April um 10 Uhr wird Wolfgang Rieck ca. 180 Schülerinnen und Schülern in der Aula des Bildungshauses Karl Ritter, Heiligengeiststraße 8 in Quedlinburg, seine Adele mit der Ukulele im Rahmen des Quedlinburger Bücherfrühlings vorstellen. Wolfgang Rieck aus Rostock präsentiert in spielerischer Weise Lieder, die natürlich kräftig mitgesungen werden müssen. Er stellt dabei etliche auch kuriose Instrumente wie Säge, Meerestrommel, Lotusflöte, Ukulele, Flügelhorn, Banjo oder Dröte vor. Die Hauptfigur in seinem Programm ist dabei Adele, ein 8-jähriges Mädchen, das natürlich die Ukulele spielt. Adele führt über ihren Freund Musicus Spiritus, gespielt von Wolfgang Rieck, durch das Programm. Wolfgang Rieck ist seit mehr als 25 Jahren freiberuflicher Sänger und Liedermacher und ist in ganz Deutschland unterwegs. Er ist für seine künstlerische Arbeit über die vielen Jahre mit vielen Preisen und Stipendien geehrt worden. Die Veranstaltung der Kreisbibliothek findet im Rahmen des Quedlinburger Bücherfrühlings statt und wird durch die Hartsparkasse und den Freundeskreisbibliothek gefördert. Ausbau Sandbrinkstraße. Die Arbeiten zum Ausbau der Sandbrinkstraße werden im April beginnen. Für die direkt betroffenen Anwohner am Barenberg wird am 15. April im Rathaus Schirke eine Informationsveranstaltung um 17.30 Uhr stattfinden. Hier wird der Ablauf der Maßnahme vorgestellt und die Ansprechpartner für die Maßnahme benannt. Sollten Sie keine Gelegenheit haben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, besteht die Möglichkeit, sich im Baubüro zu den Sprechzeiten zu informieren bzw. einen Termin hierzu zu vereinbaren. Kein Walpurgisfeuer auf der alten Wernigeröder Schützenwiese. Aufgrund der nassen Witterungsbedingungen war leider in diesem Jahr ein Entzünden des Osterfeuers am Ostersamstag auf dem alten Wernigeröder Schützenwiese trotz erheblicher Bemühungen des Veranstalters nicht möglich. Der im Moment noch dort aufgerichtete Grünschnitt wird in den nächsten Tagen ordnungsgemäß beseitigt. Ein Walpurgisfeuer ist nicht geplant. Wie uns der Veranstalter der Wernigeröder Wohnungsgenossenschaft im Vorfeld mitteilte, ist dies aus organisatorischen Gründen nicht durchführbar. Des Weiteren gibt es in der Stadt Wernigerode und den Ortsteilen bereits eine Vielzahl lang geplanter Walpurgisveranstaltungen. Das Ordnungsamt der Stadt weist aus diesem Grund alle Bürgerinnen und Bürger eindringlich darauf hin, an diesem Standort zukünftig keinen Grünschnitt mehr abzulagern, sondern die Alternativangebote zur Entsorgung und Verwertung von Schnittgut, wie zum Beispiel die kostenlose Baum- und Strauchschnittsammlung der Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz oder die aufgrund der winterlichen Verhältnisse verlängerten Gartenabfallverbrennungszeit im Frühjahr bis zum 30. April in Anspruch zu nehmen.
Die Stadt Wernigerode hat als Eigentümer der Fläche an alle Zufahrten zur alten Wernigeröder Schützenwiese entsprechende Hinweisschilder aufgestellt und behält sich weitere Maßnahmen zur Sicherung der Grünfläche gegen verbotswidrige Ablagerungen vor. Unerlaubte Ablagerungen von Grünschnitt gelten als Ordnungswidrigkeit und werden der Umweltbehörde des Landkreises Harz zur Anzeige gebracht und mit einer Geldbuße geahndet. Benefizkonzert im Senioren- und Familienhaus Wernigerode. Am Mittwoch, dem 1. Mai 2013 um 11 Uhr lädt der Hospizverein zu einem Benefizkonzert mit dem Ensemble Medici in das Senioren- und Familienhaus Steingrube 8 ein. Das Ensemble Medici besteht aus den Musikern Christian Weimann an der Violine, Dietrich Lasius Violine, Tilman Sanita Viola und Thomas Tüschen Violoncello. Das Quartett wird am Freitag drei klassische Stücke von Joseph Haydn, Dmitri Schostakowitsch und Franz Schubert spielen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Der Hospizverein freut sich auf zahlreiche Gäste. So, das war's für heute. Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.